Hallo und willkommen zurück zu XCOM 2 mit Covert Infiltration. Wir haben hier nur noch 7 Stunden an was, aber hier ist eine Mission, steht an. 8 Stunden. Was ist denn da? Nur Informationen. Beschütze das Gerät. Nur Informationen. Beschütze das Gerät. Mir, guck mal. Wände könnte man ohne Probleme mitnehmen. Eigentlich könnte man Birgit und Markus. Theoretisch könnte man das Schnitter sogar mitnehmen. Das Shinobi. Und das Mitchell. Und dann eventuell noch. Wenn man wollte, denn aber. Boah, ich würde meine Leute gerne noch ein bisschen erholen oder so. Aber 92 Info, mir wollen eh bald Kontakt machen. 125. Es wäre halt schon cooler, wenn dann irgendeine Mission kommt, dann haben wir komplett verloren. Dann haben wir komplett verloren. Das ist schwer. Die neuen Leute kriegen wir erst. Die müssen wir dann auch erstmal weiter ausbilden. Boah, ich weiß es nicht. Ich glaube, das müssen wir verstreichen lassen. Das ist mir ehrlich gesagt zu heiß. Neun Ready. Das ist mal zu heiß. Sorry. Setze Kurs auf Sektor Ach, wenn ich die Infos Geschichte, brauchen könnte. Indonesien. Das hat keine Nachwirkung, Nachteil, wenn man die Mission nicht mache. Unsere Forschung war ein Erfolg, Commander. Ja, das ist schon mal gut. Schattenkampf. Oh, das ist sogar nice. Das haben wir auch. Oh, Servorüstung inspiriert. Okay, machen wir erst mal Schildträger. Physisch gesehen, Autopsie. diese Schildträger sind den anderen Spark Shields auch Advent-Einheiten gar gut. nicht so unähnlich. Ja. Ihre Rüstungen sind vielleicht das größte Neue Unterscheidungsmerkmal. Forschung. Das da ist natürlich saugeil. Inspiriert. 17 da inspiriert. Na toll. Einrichtungshinweis müssen wir noch nicht machen, das ist völlig okay. Ich mache es Ich werde einfach. sofort mit der Forschung Wenn beginnen. es schon inspiriert ist. Wir können eine Schattenkammer bauen. Bei Ja, der gucken wir mal, Arbeit in den was das bedeuten Advent-Kliniken wird. habe ich medizinische Und zum Beispiel hier, Durchbrüche erlebt, das wird die sich doch vor der sowas von Ankunft der anbieten. Wir können die Aliens Schattenkammer ein Wunder bauen. gewesen Wir haben wäre. genug Vorräte, es Alte kostet und uns keine Kranken Energie. sind nach nur Wir haben doch einer noch Behandlung Energie. so revitalisiert, dass sie häufig weinen müssen. Die Aliens haben da Ich glaube, eine das wäre gar mächtige nicht Sache schlecht, entwickelt. oder? Wenn wir das da mal Vielleicht ihre anfangen. hinterhältigste Erfindung überhaupt. Ich bin immer noch hin und her gerissen. Was kann ich für Sie tun, Commander? Ich glaube, das wär's, oder? Bau der Machen wir. Schattenkammer eingeleitet. Dann hole ich mal irgendeiner, der hier ausräumt. Du. Ja. Ja, ich glaube, das machen wir. Das ist okay. Die Auswahl Okay, die ist nicht Mission groß, ist aber ich hoffe, weg. wir finden ein paar Rekruten, die mit einem Das da Schraubenschlüssel Ding. umgehen können. Gehören Ja, Sie? wunderbar. So, Die Kontakt Kunde Ihrer herstellen. Taten verbreitet sich unter den 40 Info, das ist verzweifelten schon Massen besser. der Menschheit, Machen die wir. sich an jedes noch so kleine Zeichen der Hoffnung klammern. Aber diese Geschichten werden Sie auch nicht vor Ihrem Schicksal bewahren. New Assault Mission, Kontakt Transmitter aufgenommen. Sabotage. Expired in 5 Tage. Counter Dark Event. Oh ja, das müsste man machen. 5. 5. In 30 Stunden ist jemand weg. Ja. Das sieht nur unwesentlich besser aus. Nina ist komplett fit. Das ist schön. Martin, wo bist du? Martin ist auch komplett fit. Ja, das können wir machen, glaube ich, oder? Das soll man. Ach nee, ich glaube, wenn man so machen kann, dann kann man so machen, oder? Das ist irgendwie logisch, oder? Ja, komm, machen wir. Setze Kurs auf Ostasien. Commander, in dem Gebiet finden sich chemische Spuren, die auf eine Mischung hochexplosiver Komponenten hindeuten. Wenn wir nicht aufpassen, könnte alles in Flammen aufgehen. Ja, das wollen wir eventuell für uns nutzen. Also, Nina, ja,
und Martin. Ja. Dann kriegen wir einen Scharfschützen. Mitchell und Sven. Ist das eine Maßnahme? Ja, das ist eine Maßnahme. Das ist gut. So, dann könnte man eventuell... Mir könnte Psionik sieht nicht gut aus, aber dafür könnte man ihn mitnehmen, falls der komische Dings kommt. Und eventuell noch ein... Specialist haben wir gar nicht. Das ist aber arm. Das ist aber arm. Was soll man, der Schnitter mitnehmen? Ach nee, ich wollte es Birgit und Scharmützler mitnehmen. Ach, da habe ich aber zwei Gunner. Aber die wäre topfit, das ist es halt. Die müsste arm auf eine Mission. Wie schaut's denn hier? Leutnant, Leutnant, Captain, Leutnant, Captain. Eventuell bräuchte man doch jemand Gutes. Vielleicht komme ich eher schon auf die nächste Mission. Also wenn ihr könnt man mitnehmen, ihr könntet Christian mitnehmen und schaut gar nicht mal so gut aus. Ja, okay, gut, ihr könnt immer noch Nicole ist immer noch relativ gut bei. Zwei Akimbos. Ach komm, mit zwei Gunner muss das doch gehen, oder? Das müssen wir machen. Das müsste doch eigentlich gehen, oder? So. Zack. Und Magnetkanone. Ja, machen wir das da. Wir verteilen jetzt erstmal unsere Rüstung wie immer. Das hier. So. Sturmgewehr. Maddenhall Rail Pistole. Ja, das passt schon. Magnetkanone. Zwei Nachladen. Jo, nimm das. Ist okay. Mitchell. Das hier. So. Mitchell könnte eventuell einen Panzer abbrechend holen. Wir bräuchten, wir kannten eine Mind Control gebrauchen. Du bist weit vorne als Shinobi. Gedankenschild, also Schutz gegen Mind Control natürlich. Mimic Beacon könnte man eventuell holen. Ja, du könntest aber auch Giftgeschosse holen. Ach, könnte man beides. Das ist auch gut. Nina, oh, wir haben gar keine Dings, also könntest Nina Medkit mitnehmen. 50 XP hast du. Hm. 70 hat er. Lacht mich jetzt auch nichts direkt an. Was können wir dir noch mitgeben? Bio-Nanoscale wirst. Possible? Was hat denn deine Gesundheit? 10. So, was hast denn du hier drin? Überragender Schaft, ja, das ist sehr gut. Hier haben wir ein fortschrittlicher Schaft. Fortschrittliches Laservisier. Was haben wir dann hier? Mehrlader. Warte mal, kann man hier. Besseres drin mache, Automatiklader. Jo, Mehrlader lassen wir mal. Oder haben wir irgendwie schon einen fortschrittlichen Mehrlader?
Ja, fortschrittlicher Mehrlader. Zielfernrohr. Haben wir da was Besseres? Nee, fortschrittlicher Schaft haben wir noch. Ja, wieso eigentlich nicht? Sagen wir mal lieber so. Ja, ich denke, ich hoffe, dass das passt. Der ist ziemlich gut hier. Hat sogar Klingensturm. Na, probieren wir mal so. Gut. In den Tunneln. Okay, wir müssen hier lang. Nina. Okay. Gucken wir einfach hier durch. Shinobi, du musst eigentlich nach vorne, weit nach vorne. Wir könnten eventuell sogar schon hier hingehen. Ja. Yeah. Wir müssen doch da vorne. Ne, wo müssen wir hin? Hallo? What? Wie kommen wir da hin? Moment. Hier. Mal hier. Ach du Scheiße, was ist das für ein Map? Wer macht denn sowas? Okay. Wer macht denn sowas? So, da müssen wir uns sputen, denke ich. These heels aren't much for walking in, you know. Bin schon dabei. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Okay. Was steht denn da? Keine Ahnung. So, dann. Bestätigt. Rücke aus. Wir können das Ziel sehen. Hä? Bestimmt. Ach so. Ah. A Note, okay. Okay, hier können wir rüber. Ich würde sagen, wir gehen hier hin, oder? Okay. Okay. Bewegung, Bewegung. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht, überhaupt nicht. Birgit. Sound about right? Not at all. One second. Müssten wir eigentlich anfangen, oder? Bei denen. Ich sprinte. Bestätigt. Überwachung läuft. Bring you have a watch. Ja, da fangen wir an. Der Mewton sieht böse aus und den Mac will ich überhaupt nicht. Precision Shot of the Mac. Ja, würde ich sagen. Ja. Ja, zumindest. Wer kannten noch Shredder? Nina. Das wäre cool, wenn du denn das doch machen könntest. Ah, okay, gut, kannst auch Schredderer, aber das war jetzt nicht so wild. Martin, du könntest eventuell deine Mewton. Wir hatten noch Schredder.
du. That's what he said. So, dann würde ich doch fast behaupten, wir machen Hail of Bullets auf deine Muton. Oh, Captain sogar, weil der schreddert noch. Okay, das ist gut. Das ist gut. So, du bleibst am besten. Du könntest den nur flankieren, oder? Kannst du sogar, warum war man. Kriegen wir deine Dings. Stimmt, oder? Ich weiß es nicht. Natürlich. Ja, das ist auch gut. Ja, machen wir so. Von der Rüstung, ja, vergiftet, das ist gut. Du hast es geschafft, oder? Jawohl. So. So, zur Not können wir immer noch das so machen. Oh, das langt nicht. Das ist natürlich blöd. Ein Peitschenhieb eher nicht. Tja. 6 bis 8. 8 bis 10 kriege ich noch 4 Schade irgendwo hin. Teamwork. Birgit. Puh. Ich glaube, so können das eher passen, oder? Wir machen 4 bis 5. 1, 2, 3, 4, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ups, sorry. Das könnte hinkommen. Wir probieren es mal. 5 sogar. Wunderbar. Na toll. Ah, so, okay. Ich dachte schon, mir brenne überall, aber er sieht uns nur. Okay. Impressed yet? Nein, nicht wirklich impressed, aber zufrieden erstmal. Ach, du Prolet. Ja, lieber dem als dir. Das ist ein Auserwählter der Ältesten und er wird uns das Leben nicht leicht machen. Wir sollten ihn so schnell wie möglich ausschalten. Sind Sie bereit für Ihre Erlösung? So, warte mal. Ich will jetzt nicht irgendwas dumm triggern. Das wäre jetzt überhaupt nicht gut. Wissen deine neuen Verbündeten von euren vielen Verbrechen, die ihr im Dienste der Ältesten gegen sie begangen habt? Verstehen sie, was ihr der Menschheit angetan habt? So, Mamo, du machst Steady Weapon. Nina geht hierhin und... Ja komm, muss ich irgendwann. Gut gemacht. Die Netzwerktrennung wurde wie erhofft vorübergehend verschoben. Ich passe auf. Oh wait, let me guess, darling. So. Bleib du hinne. Ihr unverschämter Angriff. Was kommt denn der so nah? Richtung wird die Pläne der Ältesten kaum aufhalten. Kommander. Wir haben den Auserwählten entdeckt. Was? Wieso? Ich glaub, dir geht's zu gut.
Wieso eigentlich? Ja, das war gut. Das kann die Gera machen. Was? 4 Schaden? Nee, nicht gut. Was ist für Arschloch? Ich habe die Grenadier dabei. Okay, gut. Da ist erstmal. Der muss weg. Ach nee, oder? Viel zu weit weg. Ich kann doch gar nichts machen momentan. Wieso kommt denn der jetzt schon? Los geht's. Okay, ich könnte natürlich den anderen, aber dann triggere ich doch die Hälfte von der Card. Aber ich könnte mich nochmal zurückholen mit Mitchell mit Teamwork. Ich muss näher. Ich tue mich sehr schmal vorbereitet, dass der kommen kann. Am besten irgendwo hin, wo er dich nicht sieht. I'm going. Standing fast. Erfüllt eure Aufgabe. Verbreitet unsere Botschaft. Ah, Mist, hätte ich kenne. Ah, ein Overwatch hätte ich so lachen. Okay, das ist schon mal gut. Das ist der gut, das Endspiel in Sichtweite, dann kann du jetzt kann er nichts machen. Ja, komm näher. Waldvieh. Das hat fast nichts gemacht, das ist gut. Okay. 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 Absolution. Grüßt du. Absolution, Kanjohan. Und zwar auf Nina-Art. Aufs Maul. Wie schlecht, glaube ich aber nicht, Tim. Wie verwegen. So, warte mal. 8 bis 10. Nicht jetzt was triggere, schrei ich aber. Kann ich sie eher. Martin, du kannst doch bestimmt. Gibt's fast kein Cover, wo ich hingehen kann. Dass jetzt, wenn ich mit Martin hier rausgehen, dann muss ich den quasi killen. Das kann ich machen. Aber das ist aus massiver Schade. Und was? Ich kann die auch ganz gut ins Gesicht schießen, glaube ich. Dann muss ich jetzt keine Experimente machen. Geh mal hin. Dich will keiner. Ist wenn halt unantastbar, gell? Ja, dann passt das. Tut er hier nichts. Der Priest kann nicht viel machen. Sorry, da kann ich viel machen. Erneut vor den Augen meiner Meister blamiert.
Aber ich vertraue Ihrer Vision. Wenn Sie schwach wären, hätten Sie mich nie hierher beordert. Gut gemacht, Commander. Aber haben wir irgendwo Sicht von hier, weil ich habe gerade Panik vor ihr anzusehen. Wenn ich hier jemanden triggere, dann habe ich ein Problem. Und er kann momentan, er könnte auf der. Der macht doch eh irgendwelcher Mind-Scheiß, oder? Bestimmt. Ich erwarte Sie. Ja, probieren wir, was er macht. Der macht bestimmt Mind-Control auf der Sven oder so. Das wird eh nicht klappen, auf der Martin. Auf jeden Fall. Unternehmen sind sie. Alles klar. Nicht schlimm. Nicht meine Schuld. Ja, okay, sicher. Aber das ist kein Problem. Das ist kein Problem, weil der lebt nicht so lange, dass es irgendwas machen wird. Döne. Okay, da wissen wir jetzt, wo die anderen sind. Warte mal. Ja. Sven. Ich hoffe, ich habe nichts getriggert. Okay. Mal gucken, was das ist. So. Gut. Nina, du hast doch... mehr noch zwei Stück. Okay. So, Martin. Nee, doch nicht dort drauf. Cursed Trooper. Das ist relativ gute Chance. Nein. Nein. Oh, war das der Hair-Trigger? Jawohl. Okay, dann ist... Der Rest ist okay. So, Mitchell geht da oben drauf. Vielleicht bringt uns das was. Und Nina killt den. Wir haben es doch. Kein Problem. So, dann du mischt auf jeden Fall nur Lade. Birgit kommt hier hin. Und komm, wir machen das doch schon mal kaputt. Wir haben ja Autoloader dabei, das ist okay. Dreimal Viper. Oh nee. Bin ich jetzt kein Fan davon. Das sind normale Viper. Ein Bio Viper ist natürlich schlecht. Da holen wir uns die Kritze. Na, ein bisschen Risiko muss man gehen, oder? Bisschen Risiko muss man gehen. Ah, wir hatten doch Mimic Beacon. Wir hatten das. So, hier mal, denke ich mal, eine gute Chance auf so ziemlich viel. Mimic Beacon, wer hat das? Irgendwem habe ich das doch gehabt, oder? Genau, im Martin. Das war schlecht. Außer. Ja, okay, gut. Wir versuchen mal ein paar zu killen. Ich lasse den Martin mal hier stehen, weil dem sehr schade können wir gut gebrauchen. Und wir gucken mal, ob wir... Ziel getroffen. Sehr gut. Minimaler Schaden. Da
Dann musst du was werfen. Du kriegst Lido kaputt. Also ziemlich sicher. Ich kann immer noch Teamwork auf eine Mauer. Hoffe ich. Sven, wer ist denn dein Partner eigentlich? Du, das wäre so eine Sache. Ja, dann kann ich immer noch schießen und ein guter Schuss abfeuere. So, Nina kann. Nina könnte Martin noch Energie geben. Wie kriegen wir jetzt. Warte mal, mit Mitchell zuerst. Mitchell zuerst. So, und du machst Teamwork auf der Sven. Und dann könntest du eventuell diese Bio-Wiper killen. Die Kratze, wenn wir hingehen. Ein nützliches Werkzeug. So, Peitschenhieb ist kostenlos. Oh, gucken wir mal, ob das da noch passt. Jawohl. Da ohne. Okay. Birgit könnt eventuell das hier kaputt machen. Nina und Sven. Das bringt uns momentan nichts. Machen wir das lieber so. Jawohl. We can do this. So. Sven kann. Kannst du nicht hier hingehen? Ja, es sollte eigentlich. Ah, du hast unantastbar, du hast schon jemand gekillt, gell? Ja, Hasche. Na, killt schon noch jemand. Also theoretisch brauche ich das Mimikbeacon jetzt überhaupt nicht. Aber zur Sicherheit, ich meine, ich hab's nicht um den Spaß dabei. Ich kann es hier hinstellen. Sieht wieder. So, jetzt sollten wir doch. Können wir hier irgendwie ein Kill geben? Birgit, Schusshaken, wie kriege ich denn jetzt jeder kaputt? Warum kann der Muton? Was ist denn mit dem? Hat der überhaupt. Salve schwer. Gegenangriff, okay. Okay. Mitchell könnte. Das hier mache, würde ich sagen. Precision Shot eventuell. Mitchell. Werd bald hier nächstes Mal geben, weil du daheim bleibst. Ich hätte schon noch mehr Lade. Ja, okay, das ist gut. Ah.
Jetzt haben wir keine Munition mehr. Wie kriege ich denn eine. Warte mal, Birgit, siehst du deine Muton? Oder wenn du könntest, du Birgit. Oh, warum wow, Birgit kann. Ja, das ist eine gute Idee. Okay. Okay, alles kein Problem. Nachladen, Birgit macht Teamwork. Und dann holt er sich einen Kill bei der Viper. Wir haben Hail of Bullets vor der Muton. So, ja, nutze den Schusshagel. Ja, ich weiß, ich tun immer die, ich tun quasi immer die englische Bezeichnung für die Fähigkeit wähle, weil ich halt viel Let's Plays auch von XCOM gucke und das sind halt in Englisch. Ich habe es auch schon mal in Englisch gespielt, insofern ist das für mich halt Hail of Bullets anstatt Schusshagel. So, verbleibende 0. Wunderbar. Ja, komm, wir gehen vorsichtshalber noch mit. Sound about right? Ja, ich muss sagen, das haben wir relativ gut hingekriegt, das da. Mitchell, bleib da. Ja, ist eigentlich ja Wurst. Komm. Wenn er mal da vorne hingeschickt. Sven. Und auch mit dem Hexer sind wir gut klarkommen. X4-Ladungen sind aktiv. So, gucken wir mal. Nina, mutwillige Zerstörung, Killstealer. Okay, Force aufs Auge, nicht schlecht, Knirps. Sven, ist das nah genug? Zu alt für diesen Scheiß. Ah, der ist der Engine, der Schade genommen hat. Falke. Birgit nix. Hinterhältig, okay. 11 Tage verwundet. Okay, aber eine Beförderung. Nemesis Abyss. Jagdinstinkt. Fernkampfangriffe gegen flankierte Feinde verursachen plus 2 Schaden. Oh. Schwertangriffe erhalten einen Bonus in Höhe von 0%. Was? Da ist halt wohl irgendwas nicht geklappt. Bonus von 0% wäre ein bisschen wenig. Evasive. Start each mission with 100 bonus dodge. Bonus is removed after you take damage for the first time. Okay. Sensenmann ist natürlich geil, aber ich würde sagen, das Dorn. Plus 2 flankierte. Das hört sich gut an. So. Oh, plus 2 Psi-Angriffskraft. Oh, das könnte man doch auf jeden Fall gebrauchen. Alien Infiltrator. Keine Ahnung, was das ist, aber mehr als gecountert. Das ist gut. So, Kameradschaft verfügbar, ja, aber momentan haben wir das Problem, dass, ja, ihr seht es schon, müde. Wir könnten noch schnell einen Ingenieur in die Krankenstation, zum Beispiel der hier. Nee, das doch nicht, das auch nicht, das hier. So. Dann heile unser Leute schneller. Das ist eine zeitkritisch. Wir haben 3 offene Dinger hier. Das ist relativ gut. Aber ich würde sagen, beim nächsten Mal geht es weiter. Wir haben eine Dings, wo bald fertig wird. Das ist gut. Weißt du mir, was es war? In 4 Tagen hoffentlich können wir die mal durchmachen, damit unser Leute wieder fit wäre. Dann kriegen wir bald im Mac. Die Schattenkammer, Spinneranzug. Das Dorne. Sehr schön. Vielleicht sollten dann wir würde ich sagen, beim nächsten Mal geht's weiter. Bis dahin dann. Bye bye.